Sie haben natürlich auch in den Hochschulen einen chronisch unterfinanzierten Mittelbau, ja, also die akademischen Räte und so weiter, irgendwelche PhD-Studenten, die im Übrigen wirklich überhaupt nicht viel verdienen, ja, um mal eine Größenordnung zu nehmen, eine 40-jährige Soziologin, die irgendwie 10 Jahre Lehrerfahrung hat, PhD, also Doktorarbeit, verdienen 1900 Euro netto. Also es ist nicht mehr so, dass die Universitäten irgendwie die ganz großen Privilegienhalter sind, sicherlich, ja, irgendwo auf Professorenebene, aber nicht mehr Mittelbau. Das führt zu ganz großen Abhängigkeiten. Ganz viele haben 1 oder 2 Jahresverträge. Das geht immer auf die nächste Doktorarbeit und dann nochmal 2 Jahre Postdoc und so weiter. Aber wozu führt das? Das führt dazu, dass doch keiner mehr einen kritischen Text schreibt. Sie wollen doch nicht ernsthaft eine Arbeit schreiben, wo Sie sagen, die Europapolitik der Frau Merkel war nicht so gut, wenn Sie genau wissen, dass das durch die DFG muss. Ja, und das ja, aussortiert wird sozusagen. Also natürlich, ja, und dann muss man sich natürlich auch über diese ganze Corona-Forschung nicht wundern. Ja, also wollen wir jetzt nicht thematisieren, könnte ich einiges zu sagen. Aber was ist da schiefgelaufen an Compliance? Wer hat diese Studien bezahlt? Mit welchem Interesse? Was waren die Probandengruppen? Wie groß war das? Wer hat die klinischen Studien betrieben? Welche Artikel wurden nicht gedruckt? Kann ich Ihnen einiges zu sagen? Ja, ich bin ja in dieser Gruppe 7 Argumente. Wir sind ja 80 Wissenschaftler. Wir haben teilweise versucht, bei einigen Artikeln dann Korrekturen, normalerweise, Sie haben ein wissenschaftliches Journal, da steht was drin. Im nächsten Journal schreiben Sie eine Kritik zu dem Artikel im letzten Journal. Ja, der wird dann nicht gedruckt, wenn der zu kritisch ist. Ja, weil es irgendeine Jury gibt und dann fliegen Sie natürlich nicht raus, weil der Artikel kritisch ist, sondern weil er formal irgendwelche methodischen Sachen nicht erfüllt. Ja, so. Und das alles passiert im Wissenschaftsbetrieb und das passiert natürlich undercover. Es interessiert im Grunde auch keinen. Ja, es ist schon viel zu Insider. Aber trotzdem glaube ich, wenn wir das Denken und die Innovation nicht hochhalten, gibt es übrigens auch, letzter Satz noch, interessante Studien zu. Ja, an der ETHS Zürich zum Beispiel gibt es Metastudien darüber, that science is losing the best brains. Also dass sozusagen die klugen Köpfe längst aus dem Wissenschaftsbetrieb draußen sind. Das fängt doch an der Schule. Das fängt schon früher an. Was ich nur sagen will, die Homogenisierung, ja, ist eben über diese Drittmittelabhängigkeit, das habe ich eben beschrieben, wenn sie abhängig sind, sie müssen jetzt Populismus machen. Ja, also was ist denn Wissenschaft? Wissenschaft ist Neugierde. Ich mache eine Beobachtung und ich will erforschen, warum. Meine Neugierde, mein Thema. Ja? Wenn ich jetzt aber von der Kommission gesagt bekomme, dieses Jahr ist nur Populismus am Start und ich will Legitimität machen, ja, dann weiß ich genau, mit Legitimität kriege ich meine 3 PhDs nicht funktionieren. Dann muss ich halt Populismus machen. Dann machen halt alle Populismus und dann zitieren sich alle sozusagen selber. Ja, und am Ende kommt Inzest dabei raus. Ja? Und das ist wichtig, das zu verstehen, weil wir verlieren im Wissenschaftsbetrieb eigentlich the best brains und die best brains sind diejenigen, die Innovationen fördern und die sich dann vielleicht irgendwie im mittelständischen Betrieb mit irgendwas finanzieren können. Frau Schneider, ich komme gleich zu Ihnen. Einmal Herr Völz direkt aus dem Parlament. Ich auch dann bitte. Ja. Was Sie gerade beschrieben haben, es gibt den österreichischen Nationalökonomen Josef Schumpeter, kreative Zerstörung. Ja, genau. Und wenn wir uns dessen berauben, dann bedeutet das Stillstand und Rückschritt. Und wir sind hier nicht auf einer Insel, sondern wir sind am riesigen Wettbewerb mit sehr vielen anderen Playern, globalen Playern in der Welt. Entschuldigung, können Sie das erläutern? Kreative Zerstörung, ganz kurz. Altes durch Neues ersetzen. Und Neues entsteht durch Kreativität, durch Veränderungswillen und die Bereitschaft, sich neuen Aufgaben, neuen Dingen zu stellen. Das müssen nicht nur Produkte und Verfahren sein, das können auch neue Ideen und Gedanken sein. Paradigmenwechsel, also dass Sie, gucken wir Quantenphysik, ja, also ist jetzt Licht irgendwie, sind das jetzt Teilchen oder Wellen, ja, zum Beispiel, ja, und wer macht eine Theoriedebatte, wo man, die Erde ist eine Scheibe, nein, sie dreht sich doch, ja, also wann wird in der Wissenschaft durch eine neue Erkenntnis oder durch neue Forschungen, wann wird ein Paradigmen gewechselt, ja, und wenn wir jetzt alle sagen, wir sind in einer Zäsur und ich glaube, die Zäsur ist so offensichtlich in allen gesellschaftlichen Themen, dann ist für mich immer noch das einzige Kapital, was wir jetzt jenseits von Finanzblase und irgendwo haben, ist Denken, Denken, Denken und vor allen Dingen neu denken, Brain, ja. Und das neue Denken kann natürlich nur Schumpeter, also schöpferische Zerstörung. Altes Denken muss halt auch, Anführungsstriche, zerstört werden, weil wir einen Paradigmenwechsel brauchen. Das ist wirklich wie Kopernikus, ja. Und ich glaube, da sind wir jetzt irgendwie alle drin, ohne noch zu beziffern zu können, wo wir denn rauskommen. Also was ist denn jetzt die Idee, die Zeit braucht? Ja? Ich denke, alle spüren intuitiv, dass wir hier einen Paradigmenwechsel erleben und dass es eine neue Zeitrechnung ist, dass wir auch nie wieder in die Zeit vor Corona zurückgehen. Aber was gerade ganz gefährlich ist, und das, denke ich mal, wird Herr Völz auch bestätigen, dass viele Unternehmen jetzt die Innovation stoppen, weil sie nicht mehr investieren in Deutschland, weil sie keine Versorgungssicherheit haben, weil sie nicht wissen, wo geht die Preisspirale hin mit den Rohstoffen, mit den Strompreisen, mit den Gaspreisen. Und ich höre das immer wieder, dass sie sagen, okay, wir werden die Budgets für Innovation, für
Investments in R&D, also Research and Development, stoppen. Ja, weil wir nicht wissen, haben wir in einem Jahr noch die Gaspreise von wie aktuell. Und das ist natürlich auch für mich eine brandgefährliche Entwicklung, ein Warnsignal, weil Innovation hat Deutschland immer angetrieben. Wir waren immer der Patentweltmeister. Wir haben jetzt schon massiv verloren. Japaner sind schon wieder vor uns. Und das ist aber auch der Backbone, das Rückgrat der deutschen Mittelschicht. Wir haben so viele Hidden Champions wie kein anderer auf der ganzen Welt. Aber die hören gerade auf zu investieren. Und wenn die aufhören zu investieren, ist es auch eine Gefahr für die Wirtschaft und für die Steuereinnahmen. Und dann noch eine Sache, um zu zeigen, wie Deutschland gerade eigentlich Geisterfahrer ist. Wir sind die einzigen in ganz Europa mit einem Infektionsschutzgesetz. Die einzigen. Ja, also ich war letzte Woche bei Servus TV, bin mit dem Zug gefahren, war in Österreich Zug, keine Maske. Und dann ab der Grenze kam die Durchsage, bitte, wir sind auf deutschem Staatsgebiet, ziehen Sie die Maske auf. Ja, da hat der ganze Zug hat gelacht. Ja, weil, also, und so geht's ja. Flugzeug kann ich fliegen ohne Maske. Ich bin mir sicher, hätten wir die Politiker aber erwischt. Aber haben es alle gemacht? Nein, natürlich nicht. Aber hätten wir die Politiker im Zug erwischt, müssten wir im Zug jetzt auch keine Maske tragen. Genauso wenig wie im Zelt bei der Wiese. Ja, bei auf der Wiesn. Aber dann, und diese, Und es ist auch eine brandgefährliche Entwicklung für die Demokratie und für den sozialen Frieden, weil das ist ein Spaltpilz, wenn man einfach merkt, das sind Heuchler, das ist eigentlich eine Art Doppelmoral. Also erstens, wir sind die einzigen in ganz Europa mit dem Infektionsschutzgesetz. Das macht Deutschland als Industriestandort nicht wirklich attraktiv. Ich glaube nicht, dass ausländische Unternehmen jetzt groß investieren wollen, außer der Euro wird noch billiger, dann machen sie es vielleicht. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, dass wir die einzigen sind, die sichersten Kernkraftwerke der Welt abschalten. Alle um uns herum schalten an. Die Schweiz, Belgien, Frankreich, Polen will welche bauen. Aber wir schalten ab und wir machen es noch dümmer, muss man sich überlegen, es ist wirklich Champions League eigentlich, der Dummheit, zu sagen, wir machen die in Reserve, wir haben weiterhin die Kosten, wir haben das Personal, aber wir ziehen den Strom nicht, weil sonst verlieren wir die Wahl in Niedersachsen. Und das ist wirklich da muss ich mit Sarah Wagen nicht d'accord gehen, das ist die dümmste Energiepolitik der Welt. Ja. Eine Dummheit nicht zu überbieten. Aber und dann kam die Einmeldung. Herr Habeck will die weiterlaufen lassen. Ja, kam vorhin eine Einmeldung. Habeck will jetzt die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Hat mich die wieder eingeholt. Also ist er aufgewacht, genau. Und das ist genau das Problem, wenn dann ideologisch verblendete Lobbyisten den Wirtschaftsminister beraten, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Das ist genau das Problem. So. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Ich freue mich auf dich.